So, schönen guten Morgen zum Start in eine neue Handelswoche. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Wochenende gehabt. Ich war gestern mit meiner Familie in einer Baumschule und habe bereits die Weihnachtsbäume ausgesucht. Wir haben das dann markiert und dann im Dezember geht's los und dann werden die auch gefällt. Stilecht. Jetzt kommen wir aber erstmal stilecht nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schimke. Dir einen schönen guten Morgen. Ich verstehe dich leider überhaupt nicht. Ich habe nämlich keinen Ton offensichtlich. Ah, jetzt, nee, jetzt ist gerade besser geworden. Ja, doch, jetzt. Ich habe gesagt, Weihnachtsbäume jetzt schon aussuchen. Ja, Wow, auch nicht Andi, schlecht. die bleiben erstmal stehen. Die bleiben erstmal stehen, die wurden nur Ja, das ist markiert. mir schon Genau. klar. Und dann werden Aber die. dann habt ihr ja irgendwie die besten Schätzchen jetzt euch schon Das rausgesucht kannst du und zu glauben. Weihnachten Ja, das kannst geht's du glauben. dann rund. Wie viel habt ihr, wenn du sagst Bäume? Nein, nur Hat man nicht zwei. nur Nein. einen Weihnachtsbaum? Nein, 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 wir Ach, haben okay. zwei. Wir haben einen für die Terrasse draußen, ja, damit die Nachbarn auch was zuschauen haben, und Oh, dann einen war für drin. schön. Und das ist jedes Jahr, ist immer dasselbe Spiel. Und täglich grüßt das Murmeltier. Also gut, Ist doch aber. schön. Manchmal sind ja solche, ne, Rituale durchaus schön und heilsam. Also von daher gar nicht verkehrt. So, Genau. komm, Jetzt weiter. kommen wir zum Markt. Also, wir haben ja gehört, am Wochenende, glücklicherweise geht es Donald Trump besser. Vielleicht kann er heute sogar schon das Krankenhaus verlassen. Und daraufhin haben die Futures jetzt schon doch deutlich positiv reagiert. Das heißt, wir rechnen auch mit einem positiven Handelsauftakt in Frankfurt. Genauso schaut es aus, dass US-Präsident Donald Trump sich aus dem Krankenhaus gemeldet hat, dass er schon mal eine kleine Fahrt gemacht hat, rund und durch die Gruppe seiner Fans. Das stimmt positiv und die Aussichten, dass er eben schnell aus dem Krankenhaus entlassen wird, auch das kommt an den Märkten natürlich gut an, denn somit ist so ein bisschen eine politische Unsicherheit erst einmal wieder weg und somit kann US-Präsident Donald Trump wohl auch den Wahlkampf vielleicht ein bisschen in abgespeckter Form und vielleicht auch noch ein bisschen mit Sicht, aber eben erst einmal wieder weiter fortführen und auch seine Amtsgeschäfte. Und das lässt die Märkte durchaus aufatmen. Wirft man einen Blick auf die asiatischen Märkte, dann ist in China aufgrund eines Feiertags kein Handel. Aber Nikkei und Hang Seng allesamt ordentlich im positiven Bereich, deutlich über 1% fester. Beim Dow war ja nun mal am Freitag noch das große Thema, die Corona-Infektion des US-Präsidenten. Somit Vorsicht, auch der US-Arbeitsmarktbericht durchwachsen. 0,5% ging es für den Dow nach unten. Auf Wochensicht gesehen hatte der Dow aber 1,9% zulegen können. Und der DAX, der hatte vier verlustreiche Handelstage in der vergangenen Woche, aber ja einen hervorragenden Montag. Und somit ist die Wochenbilanz beim DAX auch positiv gewesen. 1,8% am Freitag, ein ordentliches Hin und Her, viel Verunsicherung, am Ende 0,3%. Das Minus. Volatile Seitwärtsbewegung, deswegen betonen wir dieses Hin und Her, die dürfte auch innerhalb dieser Woche wohl in eine weitere Runde gehen, denn man schaut jetzt natürlich auf den Gesundheitszustand des US-Präsidenten, man schaut auf die bald anlaufende Quartalsberichtssaison, geht allerdings erst Mitte Oktober ja so richtig los und von daher ist das immer noch so ein bisschen das Abwiegen der Impulse und der Nachrichtenlage. Trotzdem heute erst einmal wohl ein Start über der 12.700-Punkte-Marke beim deutschen Leitindex und wir haben eben über die Ticker bekommen, es soll eine Reformation geben für den deutschen Leitindex. Es wird gerade ein Vorschlag gemacht, dass eventuell 40 DAX-Unternehmen es demnächst geben sollte. Also die deutsche Börse selber hier mit einem Vorstoß. Das könnte ein Thema sein, auf das man sich dann heute auf jeden Fall konzentriert. Aktuell sind es aber 30 und diese 30 DAX-Werte, die werden heute wohl zusammengerechnet erstmal freundlicher unterwegs sein. Ne? War das verständlich? Ja, ne, ja doch, am Ende war es wieder verständlich. Nee. Doch, dir schönen Dank nach Frankfurt und wir schauen uns mal ganz kurz an. Also, die Amerikaner am Wochenausklang, ja, da ging es ein bisschen heftiger auch nach unten, gerade für die Tech-Werte, aber es sieht heute Morgen eben schon wieder deutlich freundlicher aus und der Nasdaq Future, ich habe es vorhin gesehen, war etwa 1% im Plus. Also von daher können wir durchaus darauf hoffen, dass wir hier auch einen positiven Handelsauftakt sehen werden. Asien, die Kollegin hat es schon gerade gesagt, nicht alle Börsen da am Start. Und jetzt schauen wir uns mal den Goldpreis an. Der hat nämlich zuletzt die 100-Tage-Linie getestet, verläuft etwa auf dem Niveau hier. Das, was Sie hier sehen, die gelbe, das ist die 200-Tage-Linie. 100-Tage-Linie liegt weiter oben drüber. Wir sind also nach wie vor momentan da so in einer Konsolidierungsbewegung nach dem doch recht deutlichen Anstieg zuvor. Was wir natürlich in den vergangenen Tagen gesehen haben, wenn so ein bisschen die Unsicherheit wieder in den Markt kommt und natürlich die
US-Wahl, das ist momentan ein wichtiger politischer Faktor. Wenn es da Unsicherheit gibt, dann zieht tatsächlich der Goldpreis an. Das haben wir gesehen, aber es hat eben nicht ausgereicht, dass wir hier über diese Abwärtstrendlinie ausbrechen konnten. Das wäre letztendlich dann der Startschuss, oder es könnte sein, dass das dann der Startschuss für eine weitere Aufwärtsbewegung ist beim Ölpreis. Tja, da gab es ja zuerst einmal die Hoffnung, dass wir relativ schnell aus diesem Corona-Debakel rausfinden würden, dass die Wirtschaften weltweit wieder anspringen würden. In China ist das auch passiert. Die Daten relativ gut gewesen, wenn auch mit Vorsicht zu genießen. Aber letztendlich das, was gemeldet wurde, hat durchaus dafür auch gesorgt, dass wir hier beim Ölpreis diese Aufwärtsbewegung gesehen haben. So, und jetzt flacht sich das Ganze ab, natürlich mit der zunehmenden Sorge, ob diese zweite Ansteckungswelle, die wir ja zu erwarten haben, die wir ja auch in Teilen schon sehen, ob die tatsächlich dann so durchschlägt, dass Teile wieder zugemacht werden müssten. Das würde natürlich dann die Nachfrage nach Öl dämpfen und dahingehend auch entsprechend auf den Ölpreis durchschlagen. Das ist letztendlich die Dow-Performance der letzten 5 Handelstage. Sie sehen es, Boeing war stark gefragt, weshalb verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber das muss ich auch nicht. Auf der Gegenseite ist gewesen, also 5 Handelstage, Boeing mit 7,7%. Letztendlich, die Story ist doch relativ einfach erzählt. Die Anleger bzw. viele Analysten glauben, dass mittlerweile alles Negative, was bei Boeing drin sein kann, auch im Kurs eskompiert ist, letztendlich ausgewiesen ist und sich die Anleger schon ein relativ gutes Bild davon machen können, wie es weitergeht. Das halte ich noch für verfrüht. Nichtsdestotrotz, die Aktie 7,5% nach oben gelaufen. Auf der Rückseite Walt Disney, die ja in den vergangenen Tagen angekündigt haben, mehr als 20.000 Menschen, mehr als 20.000 Angestellte, vor allen Dingen Teilzeitangestellte entlassen zu wollen, um ganz einfach der Realität Rechnung zu tragen. Und die Realität sieht da momentan aus, dass die ganzen Themenparks nur mit angezogener Handbremse fahren, die Studios nur teilweise ausgelastet sind. Also auch da die Story durchaus bekannt letztendlich. Was haben wir noch mit dabei? Facebook, da gab es gleich zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, es gibt ja wieder mal, es werden ja mal wieder Gedankenspiele durchgespielt, dass man den Konzern aufbrechen könnte. Dem hat Facebook direkt eine Absage erteilt, hat gesagt, also mal abgesehen davon, dass es Milliarden Dollar kosten würde, uns aufzubrechen. Aufzubrechen bedeutet, Instagram und WhatsApp würden vom Konzern abgespalten werden. Also, das würde Milliarden Dollar kosten, es würde den Verbraucher letztendlich schädigen und ganz wichtig, sagt Facebook, es würde gegen geltendes Recht verstoßen. So, und das ist so das Dreigestirn, auf das man sich da momentan so ein bisschen bezieht, wenn es um solche Gespräche geht. Wir bleiben weiterhin der Meinung, dass unabhängig von der operativen Entwicklung, die sich daran anschließen würde für die einzelnen Plattformen, eine Aufspaltung vermutlich positive Impulse hätte, weil dann natürlich diese ganzen Werte, Instagram, WhatsApp, das würde einzeln berechnet werden, würde nicht mehr im Gesamtkonstrukt untergehen, sondern würde gehoben werden. Und wenn wir momentan schauen, was für Tech auf den Tisch gelegt wird für Geschäftsmodelle, dann könnte man davon ausgehen, dass man hier sicherlich ja doch eher steigende Kurse sehen würde. Peloton, da sieht man schon steigende Kurse, die Aktie mit einem neuen Rekord hoch. Auch hier, wir haben ja in den vergangenen Wochen positive Nachrichten gehört, beispielsweise Kooperation mit Adidas etc. pp. Die machen ja auch fleißig Werbung, das werden Sie vermutlich im Fernsehen eben schon gesehen haben. Sie bauen ihr Geschäftsmodell aus. Es geht eben nicht mehr nur darum, ein Fahrrad zu besitzen mit einem Display, sondern es werden komplette Sportprogramme angeboten. Das macht die Sache dann teilweise auch wieder ein bisschen billiger. Also das treibt die Aktie momentan an und ist übrigens Analystenliebling, so rum muss es heißen. Und die Aktie jetzt am Freitag dann nochmal kräftig nach oben gelaufen. Beim DAX das gleiche Spiel. Wir schauen uns die 5-Tages-Performance an. 1,8%, die Kollegin hat es gerade gesagt, Infineon zuletzt sehr, sehr stark gewesen auf der unteren Seite. Das ist eher der spannende Teil. Nicht, dass Infineon nicht spannend wäre, um Gottes Willen. Die Aktie ist wirklich klasse gelaufen. Aber Bayer ist natürlich das, was momentan die Schlagzeilen ein wenig beherrscht, ganz einfach, weil es ja in der vergangenen Woche auch eine Gewinnwarnung dann dazu noch gab. Und an einem Tag ging es ja um 10% nach unten. Und was ist jetzt passiert? Jetzt haben wir tatsächlich die neuen Tiefstände hier erreicht. Sie sehen es, also wir sind schon drunter gefallen, 45 Euro notieren wir momentan. Klar, die Aktie ist reif für eine technische Gegenbewegung. Klar, die Analysten sagen, hey, da ist jetzt aber auch mittlerweile alles drin.
aber scheint es eben aus Anlegersicht noch nicht zu sein. Und wenn wir uns die Performance des Managements in den vergangenen Jahren anschauen, das ist ein einziges Debakel. Und dann kann man wirklich nur sagen, ja, der DAX darf gerne ein bisschen aufgebohrt werden. Vielleicht sollte man mal Werte reinnehmen, die erfolgreicher sind. Dann läuft auch der DAX ein bisschen besser. Infineon haben wir nochmal den Chart dabei. Sie sehen es schön auf Jahreshoch. Schön ausgebrochen aus dieser kleinen Seitwärtsbewegung, die ja durchaus ein bisschen länger auch angesetzt werden könnte. Aber wenn wir hier nur die vergangenen 6 Wochen nehmen, jetzt war halt ganz einfach. Man sieht, muss man vielleicht anders ansetzen, man sieht vor allen Dingen bei diesen doch sehr geringen Ausschlägen, dass die Anleger zuversichtlich sind. Also selbst wenn es nach unten ging im Markt, dann hat sich Infineon kaum nach unten bewegt. Geht es nach oben, sind die sofort mit dabei gewesen letztendlich. Und jetzt, wie gesagt, der Sprung hier aus dieser kleinen Seitwärtsrange raus. Schauen wir uns den HDAX an für die vergangenen 5 Tage, auch positiv gelaufen, rational. Ein Hersteller von Großküchen, das ist mehr oder weniger die gleiche Story gewesen. Zunächst ging es mal kräftig nach unten, was wir hier gesehen hatten im März, klar, die Befürchtung einfach, dass das Geschäft komplett zum Erliegen kommt. Dann allerdings hat man festgestellt, Moment, für die läuft das gar nicht so schlecht und zuletzt hat die richtig durchgezogen. Das Problem ist, dass rational jetzt wirklich richtig teuer ist. Auf Basis der Schätzung für das laufende Jahr geht man davon aus, dass sie etwa so um die 630 Millionen Euro erlösen werden. Das wäre ein deutlicher Einbruch gegenüber dem Vorjahr. Allerdings rechnet man damit, dass schon 2020 hier tatsächlich 730 Millionen umgesetzt werden und im Jahr drauf dann 865. Also es soll sich recht dynamisch nach oben entwickeln. Allerdings der Gewinn, auch wenn der ebenfalls mitlaufen sollte, ist eben nicht so hoch, als dass die Aktie fundamental nicht hoch bewertet wäre. Momentan mit einem KGV von etwa 140, im darauffolgenden Jahr eins von 80, das dann auf 50 sinkt. Und das ist natürlich für einen Hersteller von Großküchen durchaus üppig. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb die Analysten hier zusehends negativ werden. Also hier oben diese roten Balken, das sind letztendlich Underweights, verkaufen. Nicht kaufen, verkaufen Empfehlungen. Und wir sehen, je höher der Kurs hier steigt, ja, desto mehr oder desto negativer wird eigentlich auch die ganze Geschichte aus Analystensicht, weil auch da argumentiert wird, ja, es ist schon eigentlich alles im Kurs eskompiert. So, hoffen wir mal, dass die gute Stimmung am Markt letztendlich hält, dass sich das fortsetzen wird, dass der amerikanische Präsident schnell wieder in den Wahlkampf einsteigen kann, damit wir dann nicht irgendwann in 4, 5 Wochen hören werden, dass das alles illegitim ist. Ansonsten hoffen wir natürlich darauf, dass die amerikanischen Börsen heute Nachmittag ebenfalls positiv einsteigen werden. Naja, wir werden es sehen. Ihnen bis dahin gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.